Und damit möchte ich schon zum ersten Redner übergehen. Der erste Redner ist Luc Biedermann, ist leitender Arzt am Universitätsspital Zürich, hat vier Fragen bekommen. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen. Ich nehme an, du wirst diese vier Fragen auch noch mal vorlesen. Luc, ich freue mich auf deinen Vortrag. Vielen Dank, lieber Stefan, für die einführenden Worte. Ja, guten Abend, liebe Patientinnen, liebe Patienten, liebe Angehörige. Es freut mich sehr, dass ich den Abend eröffnen darf mit den ersten vier Fragen. Gemeinsam hier mit den anwesenden Kolleginnen und Kollegen, alle auch aus Zürich, die die weiteren Fragen bearbeiten werden. Und Stefan Wawrik hat es Ihnen schon gesagt. Ich werde diese vier Fragen noch mal kurz wiederholen. Die meisten von Ihnen haben sie ja sowieso schon im Programm gesehen. Ich habe so ein bisschen die, sagen wir mal, einfachere Aufgabe bekommen. Das sind so vier Basisfragen. Ich habe da gesehen, meine Kolleginnen und Kollegen haben zum Teil deutlich kniffligere Fragen. Von daher relativ komfortable Situation für mich. Ich denke, wir fangen doch gleich mal mit der ersten Frage an. Auf den ersten Blick eine ziemlich simple Frage, kann man sagen. Was sind überhaupt chronisch entzündliche Darmerkrankungen? Der zweite Teil ist natürlich wichtig. Wie werden sie diagnostiziert? Jetzt habe ich mir gedacht, diese Frage, eben weil sie gar nicht so komplex ist, können wir doch mal den hier fragen. Mit den hier meine ich etwas, was in aller Munde ist. Die meisten von Ihnen kennen das schon und haben das schon gehört. ChatGPT. Und da habe ich mir gedacht, jetzt wollen wir mal diesen Computer mal testen. Es ist ja eigentlich eine Artificial Intelligence. Also fragen wir doch mal ChatGPT, wie das ChatGPT diese Frage beantworten würde. Ich zeige Ihnen hier mal live, wie ChatGPT diese Antwort entwickeln würde. Sie sehen, es sind eben Hauptformen Crohn-Colitis. Die Diagnose wird in der Regel aus einer Kombination von Faktoren gestellt. Die Krankengeschichte ist wichtig. Es braucht Labortests, wie Sie hier sehen. Die Endoskopie spielt eine bedeutsame Rolle. Und dann hört der Computer überhaupt nicht mehr auf und macht weiter. Und sagt dann noch, bildgebende Verfahren haben eine Bedeutung. Wir sind schon bei Punkt 4. Sorgfältige Auswertung wird dann noch erwähnt in der Diagnose. Und wenn man das hierzu eingegeben hat, dann wird man erstmal von der Information ein bisschen erschlagen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt testen wir den Roboter doch mal und sagen ihm, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Bitte in drei einfachen Sätzen, das sollen ja auch noch Sie als Patientinnen und Patienten am späten Abend bitte verstehen können. Und dann kommt das hier raus. Es sind also logischerweise Erkrankungen, die den Verdauungstrakt betreffen, chronisch entzündliche Erkrankungen, der Name sagt es. Die beiden Haupttypen, das ist relativ klar für die meisten von Ihnen, eben der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Und die Diagnose basiert auf der Krankengeschichte, der körperlichen Untersuchung, Bluttests und endoskopische Verfahren. Ich muss sagen, wenn ich jetzt aufgefordert wäre, in drei Sätzen Morbus Crohn und Colitis und wie man das diagnostiziert, zu beschreiben, patientengerecht, ich weiß nicht, ob ich das besser gekonnt hätte oder die meisten von uns, die hier sitzen. Also es gefällt mir eigentlich recht gut. Wir haben also diese beiden Haupttypen bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Der zweite Teil der Frage war ja eben noch, wie diagnostiziert man das? Und bei der Diagnose ist es jetzt eben wichtig, im Gegensatz zu anderen Erkrankungen in der Medizin gibt es nicht den einen Test, so wie ein HIV-Test oder eine Covid-Testung, ja oder nein, sondern die Diagnose ist eigentlich ein Flickenteppich. Und es gibt so eine Art ein Patchwork, also bestehend eben aus den klinischen Symptomen. Sie brauchen Laboruntersuchungen, Sie brauchen die Endoskopie und die Gewebeproben. Und was auch noch ganz wichtig ist, das habe ich hier noch separat aufgeführt, ist der zeitliche Verlauf. Oft hilft Ihnen erst die Zeit, wenn Monate oder sogar Jahre vergehen, um nachher zu sagen, ganz klar, die Symptome damals vor 2 Jahren, das war der Beginn zum Beispiel vom Morbus Crohn. Es gibt also nicht diesen einzelnen Test, es ist ein Baustein und Sie können mit keinem einzelnen Test in der Medizin die Diagnose bestätigen oder widerlegen. Diesen einen Test gibt es nicht. Gut, kommen wir zur zweiten Frage.
Das ist wahrscheinlich eine Frage, die Sie als Betroffene immer wieder mal umtreibt. Habe ich jetzt wirklich Colitis ulcerosa oder ist es nicht doch der Morbus Crohn beziehungsweise umgekehrt? Ich konnte es nicht lassen nach diesem ersten Erfolg und habe mir gedacht, jetzt müssen wir den ChatGPT nochmal fragen. Und habe genau diese Frage, die mir Stefan Wawrika gestellt hat, da eingegeben. Und was kommt dann da raus? Dann kommt eben raus, diese Unterscheidung basiert erstens mal darauf, dass Sie einen kompetenten Facharzt konsultieren, der sich diese Befunde anschaut, mit Ihnen diskutiert. Es braucht eine körperliche Untersuchung gemäß ChatGPT. Da würde ich einschränkend sagen, die körperliche Untersuchung hilft leider nur sehr, sehr selten, dass Sie zwischen Morbus Crohn und Colitis unterscheiden können. Es gibt vielleicht so eine bekannte Ausnahme, wenn Sie jetzt zum Beispiel Fisteln finden, perianale Fisteln in der Untersuchung, spricht das sehr stark für einen Morbus Crohn. Aber sonst in der körperlichen Untersuchung von außen werde ich kaum je als Arzt treffsicher sagen können, jawohl, das ist der Morbus Crohn und nicht die Colitis ulcerosa oder umgekehrt. Was sagt ChatGPT noch? Diagnostische Tests werden gebraucht. Sie sehen die hier aufgeführt, eben die Spiegelung, die Endoskopie, die Gewebeentnahmen, gewisse Laboruntersuchungen. Und dann ist der Bot relativ optimistisch und sagt, die endgültige Diagnose wird dann eben gestellt oder erfolgt. Und hier muss man eben einschränkend sagen, die Diagnose wird oft gestellt oder diese Unterscheidung aber leider nicht immer. Das haben viele von Ihnen schon gesehen. Es gibt eben bei diesen beiden Erkrankungen diese berühmte Schnittmenge. Zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gibt es diese Überlappung. Das wird auch als Colitis indeterminata bezeichnet oder nicht klassifizierbare Colitis. Und das ist noch wichtig, weil wenn man sich überlegt, wie unterscheiden sich jetzt diese beiden Erkrankungen, Morbus Crohn und Colitis überhaupt, dann kann man ja mal anfangen, wie ist es denn eigentlich mit den Symptomen? Unterscheiden die sich? Und die Antwort ist so ein klares Jein. Bauchschmerzen zum Beispiel gibt es bei beiden Erkrankungen, aber sind bei Morbus Crohn ein bisschen häufiger. Durchfall, Blutbeimengungen gibt es auch bei beiden Erkrankungen, aber hier ist die Colitis ulcerosa häufiger. Sie sehen also, man kann schon mit den Symptomen gewissen Verdacht haben, dass es eher diese oder eher die andere Erkrankung ist, aber Sie werden nie allein aufgrund der Symptome sagen können, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Eine andere Art, das zu unterscheiden, ist eben dieser Krankheitsverlauf über die Zeit. Vielleicht zeigt sich ja über die Jahre relativ klar, eher Crohn oder eher Colitis. Und auch das ist leider nicht so. Wenn man jetzt sich eine große Studie aus Norwegen anschaut, wie so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung über die Zeit verläuft, dann können Sie eine Art, so wie diese Finde den Unterschied für Kinder, Suchbild machen. Eines von beiden ist der natürliche Verlauf des Morbus Crohn, das andere ist der natürliche Verlauf der Colitis ulcerosa über die Zeit. Die X-Achse ist immer die Zeit und so die Y-Achse ist die Stärke der Symptome. Und was Sie sehen, bei beiden Erkrankungen gibt es so einen Typ, der am Anfang relativ starke Symptome hat und mit der Zeit dann schwächer wird. Es gibt einen Typ, der immer so ein bisschen aktiv ist, nie richtig wieder runterkommt von der Aktivität und eher selten ist so ein Typ, der am Anfang schwach ist und mit der Zeit erst so an Fahrt aufnimmt. Was Sie aber eben auch sehen können, Sie finden den Unterschied nicht. Links wäre Colitis ulcerosa, rechts ist Morbus Crohn und Sie sehen die prozentualen Häufigkeiten, wie oft diese Erkrankung eher einen bestimmten Verlauf einnimmt, aber am Schluss sehr ähnlich. Also auch aufgrund des zeitlichen Verlaufs werden Sie nicht sicher unterscheiden können. Jetzt werden einige von Ihnen sagen, es gibt ja den genetischen Hintergrund, man kann doch bestimmt mit den Genen sicher unterscheiden, habe ich jetzt einen Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa auch hier. Gibt es leider eine Schnittmenge oder es gibt einfach diese Schnittmenge. Das heißt, diese berühmten Risikogene, die dazu führen, dass sie eine höhere Neigung haben, so eine Erkrankung überhaupt zu entwickeln, da gibt es zwar schon Risikogene, die vor allem bei der Colitis sind, das wären die rechts oder beim Morbus Crohn, aber auch hier gibt es eine große Schnittmenge. Mit anderen Worten, viele von diesen Risikogenen begünstigen beide Erkrankungen. Und dann kann man noch anders das Pferd aufzäumen und kann sich fragen, ist denn diese Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa in Stein gemeißelt? Und da ist die Antwort ein klares Nein. Diese Diagnose ist relativ oft im Fluss über die Zeit. Was meine ich damit? Also wenn Sie zum Beispiel die Diagnose Colitis ulcerosa bekommen,
dann kann es bis zu 40% über die Jahre sein, dass irgendwann mal ein Arzt Ihnen sagen wird, es ist eigentlich doch eher ein Morbus Crohn. Oder umgekehrt, es ist ein bisschen seltener. Ich glaube, diese Zahlen sind ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es kommt nicht selten vor, dass man über die Jahre merkt, diese erste Diagnose, die man gestellt hat, stimmt eigentlich nicht und es ist eher die andere der beiden Diagnosen. Und jetzt noch die letzte Überlegung zu dieser Frage, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Sie können sich auch überlegen, was spielt das überhaupt für eine große Rolle hinsichtlich Medikamentenwahl? Jetzt, was gibt es überhaupt für Medikamente für diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Ganz unten das Mesalazin, das 5-ASA, dann gibt es die Steroide in Blau, es gibt das Azathioprin, Methotrexat, dann gibt es diese gelben Biologika, TNF-Hemmer, Anti-Integrin ist das Entyvio, Vedolizumab oder das Ustekinumab und in Rot, das kennen die wenigsten von Ihnen, das sind diese neuen Tabletten, JAK-Inhibitoren genannt oder Ozanimod. Und wenn Sie sich überlegen, welche von diesen Medikamenten kommen für welche Erkrankungen in Frage, dann ist es eben so, wenn wir jetzt zum Beispiel die Steroide nehmen, die können Sie für beides anwenden, Azathioprin für beides, diese ganzen Biologika für beides, auch diese neueren peroralen Therapien für beides und eigentlich nur das Mesalazin wirklich klar für die Colitis ulcerosa und beim Morbus Crohn bis heute im Wert umstritten und das Methotrexat eher für den Morbus Crohn. Also mit anderen Worten, die Unterscheidung ist hinsichtlich Medikamententherapie weniger relevant, als man denkt. Oder die allermeisten Medikamente, die Sie einsetzen können, können Sie für beide Erkrankungen einsetzen. Ich will damit nicht sagen, dass es egal ist, welche beiden Diagnosen Sie haben, weil es natürlich sein kann, dass die eine Diagnose mehr mit gewissen Komplikationen einhergeht. Also wie schon erwähnt, der Morbus Crohn macht vor allem Fisteln, was die Colitis nicht macht. Aber rein medikamentös ist diese zwingende Unterscheidung gar nicht immer so notwendig. Die dritte Frage, welche spezifischen Abschnitte des Darmes sind bei mir befallen und was bedeutet das jetzt für meine Erkrankung konkret? Auch hier nochmal ChatGPT gefragt und auch hier, finde ich, ist das Resultat dieses netten elektronischen Helfers gar nicht so schlecht. Die genaue Lokalisation der Entzündung, also Dünndarm oder Dickdarm, ist noch relativ wichtig, auch über Symptome und Krankheitsverlauf und kann also da einen gewissen Einfluss haben, erstens mal, wie es dem Patienten oder wie es ihnen geht, je nachdem, was befallen ist und kann vor allem auch für den Arzt wichtig sein, welche Therapie denn gewählt werden muss. Jetzt schauen wir uns vielleicht noch mal an, wie eigentlich diese Erkrankungen typisch verteilt sind. Zuerst der Morbus Crohn. Da wissen ja viele von Ihnen, dass der Morbus Crohn eigentlich den ganzen Verdauungstrakt befallen kann. Diese typische Lokalisation wäre ganz oben das berühmte terminale Ileum, also das Ende vom Dünndarm. Das ist ungefähr so 25-30% beim Morbus Crohn. Dann etwa die Hälfte, knapp die Hälfte vielleicht, haben Dünndarm- und Dickdarmbefall und ein relativ kleinerer Anteil, vielleicht ein Viertel, ein Fünftel, hat nur den Dickdarm befallen. Und wenn Morbus Crohn nur den Dickdarm befällt, dann können Sie sich vorstellen, kann es besonders schwierig sein, das wiederum von der Colitis ulcerosa zu unterscheiden, die ja eben auch immer nur den Dickdarm befällt. Und bei der Colitis ulcerosa eben fängt es ja immer ganz am Ende an, also der Enddarm, das wäre dann die sogenannte Proktitis, wenn nur das Rektum oder der Mastdarm entzündet ist und je nach dem, ob Kinder oder Erwachsene, Sie sehen hier die Prozentzahlen, kann dann die Entzündung nur die linke Dickdarmseite betreffen, das wäre schon so ein bisschen extensiver, oder den ganzen Dickdarm betreffen. Auch hier nochmal die Frage, ob diese Krankheitsausdehnung denn fest in Stein gemeißelt ist und auch hier die Antwort nein. Mit der Zeit kann es sehr wohl sein, dass die Ausdehnung der Entzündung wandert. Das hier am Beispiel der Colitis ulcerosa mal gezeigt. Wenn Sie jetzt also eine Diagnose Colitis ulcerosa bekommen, die sich nur auf den Mastdarm bezieht, also eine Proktitis ulcerosa, dann kann es sein, dass so über ungefähr 10 Jahre
zu 30% die Entzündung nach weiter oben wandert. Und das kann schon eine gewisse Bedeutung haben, wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass jetzt eine Proktitis ulcerosa, also im Enddarm, die Entzündung alleine mit Zäpfchen sehr gut behandelt werden kann oder auch Schübe einer solchen Erkrankung. Dann, wenn die Erkrankung plötzlich nach weiter oben gewandert ist und da die Entzündung aktiv ist, dann reicht ein Zäpfchen eben dann nicht mehr. Und dann ist es schon wichtig, dass man über diese Lokalisation ein bisschen mehr weiß. Jetzt komme ich schon zur letzten Frage. Können auch andere Ursachen als meine bekannte IBD meine Symptome erklären? Auch da nochmal die Frage und die Antwort von ChatGPT, Sie sehen ganz oben, ja, ein klares Ja. Natürlich gibt es andere Ursachen, die Symptome erklären können. Es sind vor allem Infektionen, Bakterien, Pilze, Viren, Parasiten, also vor allem die Bakterien sind von Bedeutung. Dann als zweites kommt das Reizdarmsyndrom oder eben auch gewisse Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Es gibt dann noch die Divertikulitis, das ist eine Entzündung von diesen Ausstülpungen im Dickdarm. Und ich glaube, es ist wichtig für Sie, die Sie ja betroffen sind von dieser Erkrankung, Sie wurden ja irgendwann mal in diese diagnostische Schublade gesteckt, IBD, chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und es gibt eben noch diese anderen Schubladen, Reizdarmsymptome, es gibt Infektionen eben und zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und diese Schubladen sind eben nicht exklusiv. Das bedeutet, es kann natürlich sehr gut sein, dass Sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben und plötzlich Schubsymptome haben, aber dass diese Schubsymptome eben gar nichts mit der IBD zu tun haben, sondern mit einer dieser anderen Schubladen. Und das beste Beispiel ist hier vielleicht das Reizdarmsyndrom, was eben auch mit IBS abgekürzt wird, nicht zu verwechseln mit IBD, nur ein Buchstaben, aber ein großer Unterschied. IBS steht für Reizdarmsyndrom. Und in der gesamten Bevölkerung ist das schon sehr häufig. Etwa 10-15% aller Menschen haben so ein Reizdarmsyndrom. Wenn man jetzt bei Patienten mit IBD schauen würde, wenn das unabhängig wäre, dann müssten von ihnen etwa auch 10-15% so ein Reizdarmsyndrom haben. Jetzt ist die Realität aber eben die, dass man gesehen hat, dass bis 40% aller Patienten mit IBD auch in Remission gelegentlich Reizdarmsymptome haben. Also es ist wichtig, wenn man so eine Verschlechterung hat oder wenn man irgendwelche Symptome hat, dass man nicht automatisch sagt, ich habe IBD, also ist das ein Problem meiner IBD, sprich Schub. Es kann auch mal was anderes sein und es ist wichtig, dass man das unbedingt bedenken muss. Und damit hoffe ich, dass ich diese Fragen einigermaßen gut abhaken kann oder konnte, mit Hilfe auch dieses elektronischen Kollegen. Der kann übrigens noch mehr. Ich habe gedacht, aus aktuellem Anlass fragen wir doch gleich mal, was der so weiß hinsichtlich Patientenorganisationen in der Schweiz für IBD. Und die Antwort ist eigentlich extrem gut. Ich lese jetzt das nicht alles vor. Das Einzige, was hier nicht passt, dass offensichtlich die Literaturquelle von Google schon ein bisschen älter ist. Da hieß es noch SMCCV. Immerhin wird aber diese Organisation wärmstens von dem elektronischen Helfer empfohlen und inklusive Homepage, die halt jetzt eben mit SMCCV nicht mehr so ganz aktuell ist. Was auch noch spannend ist bei dieser ganzen artifiziellen Intelligenzgeschichte ist, das kann ja auch noch Bilder machen. Und ich habe mir noch überlegt, für so einen Vortrag könnte man ja auch sagen, ich brauche jetzt mal ein Bild von einem überarbeiteten Arzt, der keine Zeit hat für einen Vortrag, das könnte ich dann als Rechtfertigung für meinen Vortrag nehmen. Habe das mal in so einen Bildgenerator eingegeben und was da rauskommt, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sie sehen da so ein junger Arzt, der da am Computer hockt und eigentlich gar nicht mehr richtig arbeiten kann. Aber, und das sehen Sie auch bei Bildern in den Medien, der Teufel liegt da im Detail. So bei Details sind diese artifiziellen Intelligenzbilder nicht so gut. Gerade so Hände kriegen die noch nicht so gut hin, da sind die Finger so ein bisschen verklumpt oder hier das Stethoskop. Und warum zeige ich Ihnen das? Wenn Sie auf Suche gehen nach Informationen und sowas wie ChatGPT oder eben auch Google benutzen, dann müssen Sie eben bei ChatGPT das Gleiche machen, was Sie bei einer Google Research machen. Sie müssen kritisch bleiben, da wird auch eine Menge Blödsinn ausgespuckt. Da kommt dann irgendeine Information und es ist dann gefährlich, wenn Sie die Information nicht richtig gewichten können, wenn Sie dann das, was rauskommt, einfach so als bare Münze
nehmen. Jetzt zuletzt, jetzt ist mein Vortrag eigentlich zu Ende, aber ich komme sozusagen, mache jetzt ein bisschen den Job vom Stefan noch oder von Bruno Giardina, der leider heute nicht hier sein kann. Jetzt habe ich mir gedacht, mein nächster Redner, das wäre ja Gerhard Rogler. Und jetzt testen wir den Roboter gleich nochmal und überlegen uns, dass der Roboter, Sie kennen ja jetzt Gerhard Rogler alle mal nicht, jetzt tun wir mal so, dass der für Sie unbekannt wäre. Und ich frage jetzt mal ChatGPT, bitte sag mir was Nettes zu Gerhard Rogler zum Einführen. Und Sie sehen die Klammerbemerkung, es soll wirklich nett sein, er ist nämlich dummerweise auch noch mein Chef, also es darf ruhig ein bisschen schmeichelhaft sein, diese Einführung. Und was dann da rauskommt, ist eigentlich ganz nett, finde ich. Das lese ich jetzt auch nicht vor, aber tatsächlich schafft es dann die künstliche Intelligenz, sich sehr wohlwollend dann auch über meinen nächsten Redner zu äußern und lobt ihn dann in höchsten Tönen, auch ob der Vortragsqualitäten und ob der Führungsqualitäten. Und damit übergebe ich dann gleich an dich, lieber Gerhard, das Wort, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, aber ich möchte es nicht missen, auch dem Roboter zu danken für deine Hilfe. Er hat dann gesagt, gern geschehen, viel Spaß noch in der Veranstaltung mit Gerhard Rogler. Da musste ich ihm noch sagen, das ist nicht eine Veranstaltung mit Gerhard Rogler, sondern vom CCS, und Sie sehen die Wünsche für den weiteren Verlauf der Veranstaltung, die er dann noch mit uns auf den Weg gegeben hat. Vielen Dank. Sehr schön. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Da hinten gibt es eine. Wenn Sie es laut sagen, muss ich nicht nach hinten laufen. Wie groß ist die genetische Prädisposition? Deutlich kleiner, als man gedacht hat. Man hat viele Jahre ganz viel über die Gene geforscht. Und weil man gesagt hat, die Gene sind der Schlüssel für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und es ist so, wenn man Risikogene hat, bei den allermeisten erhöht es das Risiko, an so einer Erkrankung zu erkranken, nur sehr minimal. Viel wichtiger scheinen die Umweltfaktoren zu sein. Und das sieht man vor allem daran, dass in den aufstrebenden Ländern, Indien, Asien, diese Zunahme der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehr schnell geschieht. Und die Gene ändern sich eben nicht schnell, aber die Umweltfaktoren, Ernährung, Stress, Umweltfaktoren sonst, die ändern sich schnell. Also mit anderen Worten, in den meisten Fällen spielen die Gene eine kleine Rolle. Das ist auch wichtig für die Möglichkeit, die IBD zu vererben an ihre Nachkommen. Da ist das Risiko insgesamt sehr klein. Mit anderen Worten, Sie können sehr, sehr viele Nachkommen haben und die Chance, dass eines davon eine IBD hat, ist insgesamt sehr klein. Gut, weitere Fragen zum Thema? Es kommen ja noch ganz viele andere Themen, sonst können Sie dann dort fragen. Herzlichen Dank, Glück in dem Fall, und wir wechseln zu Gerhard, und ich glaube, ich muss nichts weiter zu dir sagen. Danke.